Das sind drei Oktaven. Und du machst es vom C. Exakt. Gut, das ist erstmal gut. Ja, gut, gut. Mal sehen, noch weiter. Ja, schön. Der, der die hohen Töne trainiert, heißt Peter. Er gehört zu den Thomanen. In der Leipziger Thomaskirche erklingt ihr Gesang seit Jahrhunderten. 90 Thomasse, wie sie sich selbst nennen, brennen auch im Big Brother-Zeitalter für den Chorgesang. Heute darf Robert aus der 12. das Kantorenamt übernehmen. Ein Vertrauensbeweis und Teil der Ausbildung. Letzte Probe vor Ort. Thomas Kantor Georg Christoph Biller assistiert dezent und verständnisvoll. Was ist denn los jetzt? Und der Herr sprach. Habt ihr's? Und der Herr sprach zu dem Knechte. Gehe aus auf die Landstraßen und an die Zäune. Mich hätte auch fasziniert, dass die Chorkleidung, also in dem Chor, wo ich vorher drin war, war die Chorkleidung, naja, einfach bloß Frack mit Weste und Hemd, das war ja nicht so begeisternd, aber hier die Kinderblusen, das ist fantastisch, finde ich. Jeden Freitag stimmen die Thomaner mit ihrer Motette die Zuhörer auf das Wochenende ein. Die gotische Hallenkirche bietet dafür eine exzellente Akustik. Kirche und Chor sind übrigens gleich alt, fast 800 Jahre. Die ersten Thomaner waren Waisen, Mönche des Chorstiftes St. Thomas, gaben ihnen Obdach im sogenannten Alumnat. Dafür sangen die Knaben zur Ehre Gottes. Das Alumnat heute. Respektlos Kasten genannt. Der Alltag hier verläuft natürlich anders als im 13. Jahrhundert. Seit 3 Jahren lebt Peter, Sopran und 12 Jahre alt, im Kasten. Im obersten Stockwerk wird geschlafen und geduscht. Eine Treppe tiefer liegen die Wohnstuben. Peters Tagesablauf ist auf die Sekunde geregelt. Nicht das Erreichen des hohen Cs ist sein Problem, sondern das pünktliche Erscheinen zum hohen C. Und ein bisschen mehr Nestwärme wäre auch okay. Man lebt 9 Jahre mit seiner Mutter zu Hause. Jeden Morgen steht man auf, Mutter steht vorm Bett und weckt einen richtig. Und hier ist es eben so, Massenwecken, Radio an, fertig. Die Krankenstube zur gleichen Zeit. Für ein paar tägliche Streicheleinheiten sorgt Helgard Wegert. Von den Knaben liebevoll Hegi Wegi genannt. Jeder im Kasten hat einen Spitznamen. Frau Wegert sorgt mit allerlei Trostpflästerchen und sonstigen Mitteln dafür, dass die kleinen Sänger bei Stimme und möglichst auch bei Laune bleiben. Doch an diesem Morgen scheint keinen ein Wehwehchen zu plagen. Vermutlich auch, weil keine Mathearbeit ansteht. Als sie die beliebten Lutschbonbons nachfüllt, erscheint dann doch der erste Patient. So, machen wir 11, sagen wir A. A. Ja. Es geht eigentlich, nicht das Jahr heute. Wo ist denn jetzt dein Problem, der Schnupfen? Ja, und der Husten vor allem, also Heiserkeit so. Nikolaus sieht wirklich blass aus um die Nase und bekommt eine Sportbefreiung. Es gibt 2 Kriterien. Einmal, wenn die Jungs einen starken Infekt haben, da ist klar, dann schreibe ich denen die Sportentschuldigung. Naja, dann gibt es natürlich auch Jungs, die mal nicht gerne Sport machen. Und dann kommst du eben zur Krankenschwester und dann sagen sie doch, naja, mir tut das und das weh. Und wenn ich sie dann ein bisschen streng angucke, dann müssen sie doch lachen. Und naja, drücke ich eben doch mein Auge zu und schreibe meine Sportentschuldigung aus. Naja, die vielleicht nicht ganz so
berechtigt wäre. 15 Minuten Zeit zum Frühstück. Besorgten Müttern sei gesagt, die Knaben verputzen das leckere Angebot sogar innerhalb von 10 Minuten und empfinden längeres Verweilen im Speisesaal als Zumutung. Wichtigstes Erziehungsprinzip: die Großen erziehen die Kleinen. Um 90 Thomaner kümmert sich nur ein erwachsener Erzieher. Eine bewährte Tradition wie das sogenannte Auspochen. Und das geht so. Das Wetter ist heute so ähnlich wie in den letzten Tagen, also 12 Grad sind auf meinem Thermometer. Man richte sich entsprechend ein. 5:05. Schnell noch Proviant fassen. Das muss lange reichen. Mittagessen gibt es kurz vor 2. Also es war am Anfang stressig. Aber es ist so gemacht, dass man also als Neujahr, wenn man auf den Chor kommt, das sich einpegeln kann. Man hat am Anfang viel Heimweh, aber das legt sich nach der Zeit. 7:45. 6 Stunden Unterricht erwarten Peter wie jedes andere Kind. 1. Stunde, Mathe in der Platte. Hey, Alena! Fehlanzeige. Statt Mathe, Abschied von der Platte. Philipp initiiert ein musikalisches Duell. Thomana kontra Lehrer. Im Bachschen Jubiläumsjahr, der bedeutendste Thomas Kantor starb vor 250 Jahren, poliert die Stadt Leipzig den wissbegierigen Jungs ein altes Gemäuer auf. Gleich vis-à-vis vom Kasten. Noch rattern die Bauleute. 4 Monate später. Die Thomasschule in neuem Glanz. Freudig entwickelten Thomaner aus der 6. ein völlig neues Tafel-Express-Wischverfahren. Und obwohl auf den Fluren flotte Mädchen herumhüpfen, besteht Peters Klasse aus 13 Knaben, die die holde Weiblichkeit allerdings noch nicht vermissen. Ursprünglich stand die Thomasschule neben der Kirche. Im Zweiten Weltkrieg wurde sie zerstört. Nun endlich wieder Latein, Bio oder Kunst gleich vor der Haustür. Beim Räumen erfahren wir ganz nebenbei Peters Spitznamen. Und der lautet Batz. Warum das? Ja, muss er erzählen. Das können wir erzählen. Das können wir erzählen. Sie ist nicht. Doch. Als er einmal Stimmbildung hatte, da wurde ihm eben das Motiv BACH vorgespielt. Und da hat man ihn dann gefragt, was das in Zusammenhang ergibt, welches Wort, und hat er dann Batz gesagt. Nun ja, auch manch Erwachsener wäre in der Aufregung nicht gleich auf Bach gekommen. Der Batz überzeugt eben vor allem mit seinen Sangeskünsten. Und deswegen untermalen wir mit seiner Stimme diese Zeichenstunde. Da leuchten die Traumhäuser à la Hundertwasser gleich noch viel intensiver. Die Beschaulichkeit trügt. Thomaner lernen nicht in goldenen Luftschlössern. Unterricht, der durch Konzertreisen ausfällt, wird nachgeholt. In den Ferien oder nach der Schule im Alumnat. Das Wort Alumne kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Zögling. Während die jungen Künstler ihr Werk kritisch beäugen, dreht Frau Wegert ihre große Runde durch die Schlafräume. Jeder hat sein Bett selbst zu bauen, aber welcher Junge ist da schon ein Perfektionist? Schwester Hegi Wegi räumt immer ein bisschen hinterher. Aus Kostengründen bringen die Jungs eigene Bettwäsche mit. Und was zum Kuscheln natürlich auch. Die Schlafräume sind spartanisch eingerichtet, Leselampen streng verboten. So was. Was man alles so findet, das ist ja wirklich interessant. Nikolaus. Ich muss gleich mit ihm reden heute Mittag. Das geht nicht. Die haben vor der Nachtruhe noch genügend Zeit, unten in der Stube noch zu lesen oder eben sich
noch was anzugucken und oben ist dann gemeinsame Nachtruhe. Und wenn dann noch verschiedene einzelne Lampen hier wären, dann würden die Jungs nie zur Ruhe kommen. Das leuchtet ein. Gegen 13:30 ist das letzte Kuschelkissen aufgeschüttelt und Schulschluss für Peter und Co. Endlich bekommen sie was Warmes in den Bauch. Das Essen schmeckt, wir haben das getestet. Aber nicht jeder mag Sauerbraten oder Pilzsuppe. Es gibt keine Extrawürste, es wird das gegessen, was auf den Tisch kommt. Und wenn sie es nicht essen, haben sie Pech. Obwohl sich erst 13:50 die Pforten öffnen, versucht das hungrige Völkchen lange vorher einen Blick aufs Mahl zu erhaschen. Doch die Fleischtöpfe müssen warten. Erst ertönt der obligate Mittagschoral, das erste gemeinsame Lied des Tages. Nach dem Essen ein paar Momente Freizeit. Einen Fernseher entdecken wir nirgendwo. Stattdessen einen Ort der Stille. Ein Trainingsplatz, auf dem Standvermögen und soziale Kompetenz geübt werden. Bescheidenheit und Eigenverantwortung. Kreativität und Zuverlässigkeit. In der kalten Jahreszeit ist das Fußballspielen im Freien untersagt. Die sensiblen Kehlen der Knaben könnten leiden. Peter mag das runde Leder ohnehin nicht. Auch sein musikalischer Geschmack unterscheidet sich von dem anderer Altersgenossen erheblich. Also ich höre eigentlich Klassik im Moment noch. Also es gibt viele, die wie voriges Jahr der erste Präfekt, der beste Präfekt, hat vor jedem Konzert Techno gehört, richtig hart. Und nach jedem Konzert auch wieder Techno, der das braucht, damit er wieder in sein Leben reinfindet. Aber ich höre Klassik, Klassik, Klassik. Peter beim Stubendienst. Den hat er voll im Griff. Nach 5 Minuten ist die unliebsame Sache zwar nicht vom Tisch, aber unterm Schrank. Rasmus, kannst du mit meinem Stubendienst gratulieren? Ich hab aufgelesen. Der Stubenälteste achtet darauf, dass die lieben Kleinen nicht zu viel Unsinn verzapfen. Eine Hackordnung, die seit Generationen funktioniert. Wer schlampt, bekommt Strafarbeiten aufgebrummt. Ganz streng wird gefahndet, wenn man jetzt geraucht hat. Also wenn man jetzt in einem Alter ist, wo man eigentlich noch nicht rauchen darf und schon geraucht hat. Oder wenn man mitten in der Nacht aufs Dach klettert und dann da oben sonst was veranstaltet. Das ist strengstens verboten. Sowas macht Peter selbstverständlich nicht. Er musste noch nie einen Aufsatz zusätzlich verfassen. Über das problematische Thema Fingerspitzengefühl zum Beispiel. Geforderte Wortzahl 800. Oder gar alle Klaviere entstauben. Peter hat das Zeug zum Stubenältesten. Auch sein aufgeräumter Schreibtisch lässt darauf schließen. Also es ist immer auch so organisiert, dass ein älterer und mittlerer und kleiner und also noch mehrere kleine, mehrere mittlere und mehrere große zusammen sind in einer Stube. Damit auch nicht, wenn jetzt alle klein zusammen wäre, wären ja alles wuchert, voll mit Wäsche und Dreck und so. Und wenn Großen würde alles blitzen blanken, das wäre wirklich nicht so gut. Mavam! Fallen lassen. Nicht drücken. Ja. Nur so. Mavam. Wie so ein kleiner Tennisball. Bing, bong, bing. Aber dass die ganze Oberlippen. 14:30 Uhr, Stimmbildung mit Opernsänger Martin Petzold. Nicht so wie die Sachsen, die dann nur so reden. Ne? So kann man nämlich nicht singen. Ne? Ja. Mavam! Mavim! Trotz großer Partien, die der Tenor an der Leipziger Oper singt, nimmt er sich viel Zeit für die Knaben. Freut sich über jeden, der zu den Tonmahnern findet. Auf der anderen Seite sind die Voraussetzungen denkbar schlecht geworden. Das liegt aber einfach daran, dass in den Familien kaum noch Hausmusik gemacht wird. Wo gibt es noch diese Tradition, dass regelmäßig gesungen wird? Wer kann noch Volkslieder singen mit den entsprechenden Strophen? Also da ist auch ein Kulturgut verloren gegangen oder ist dabei, verloren zu gehen. Atemmäßig völlig bereit sein. So wie es Gott mit dir getreut hat, Martin Petzold war selbst Tomane, wie vor ihm schon der Vater. Auch sein Sohn folgte in nun dritter Generation dem Familienbrauch. Der tödliche Unfall des Jungen setzte eine schmerzvolle Zäsur. Aus der konzentrierten Arbeit mit den jungen, feinfühligen Sängern schöpft Petzold Kraft und neuen Lebensmut.
Niemand in Peters Familie kann so schön singen wie er. Seine Mutter suchte eher wahllos ein Hobby für ihren Sprössling. Er ging fechten und kegeln und schließlich singen. Der talentierte Bursche fiel auf. Mal sehen, wie viel ich noch überreden kann, hierher zu gehen. Ich würde es vielen wünschen, weil ich denke, in der heutigen Zeit ist das noch eine der wenig übrig gebliebenen Inseln, wo man Ruhe finden kann, Ruhe, innere Ruhe, einfach über die Bachmusik in dieser hektischen Welt. Uhr, Chorprobe. Geleitet wird sie vom zweiten Präfekten Robert. Der zweite Präfekt ist eine der verantwortungsvollsten Funktionen, die ein Thomaner ausfüllen darf. Kantor Biller bleibt im Hintergrund. Ganz selbstverständlich wachsen die Knaben mit ihren Aufgaben. Um das Outfit der Thomaner kümmert sich Frau Gimmel. Im Kasten gehört ihre Bügelstube zu den wichtigsten Institutionen. Das war das Schlimmste. Ja, hier, mein lieber Junge, da hat sie auch gebracht, eine Hose, wie aus dem Plastibeutel rausgeholt. Die waren in Potsdam zur Konzertreise, hat vergessen rausholen aus dem Koffer. Da brachen wir gestern ganz schön zerknitscht. Aber ich mach das schon. Gutes Bügeleisen und da geht's. Zwischen Montag und Freitag bügelt sie 90 Anzüge auf, näht Knöpfe an, verlängert Hosen. Und wenn sie fertige Sachen auf den Gang schiebt und einen traurigen Jungen beobachtet, dann fühlt sie sich auch fürs Trösten zuständig. Die sagen nicht direkt, bloß die stehen so in den Ecken und so weinen und am Telefon viel und Mutti. Und da, wenn sie dann mit dem Gespräch sind fertig, dann nehme ich sie so an die Seite. Und da brauchst du doch nicht traurig sein, die Mutti kommt. Und guck dir mal, die Großen, die wollten auch nicht hier bleiben. Immer Heimweh, Heimweh. Und jetzt mit 17, 18, da wollen sie gar nicht aus dem Haus. Da stehen sie wieder in den Ecken und weinen, weil die nach Hause müssen. Der fliegt nicht weg. Frau Gimmel kennt nicht nur gegen Heimweh probate Mittel. Flecken rückt sie mit dem unübertroffenen Sküss aus DDR-Altbeständen zu Leibe. Der eine ist weg. Es geht eigentlich alles weg, oh, sogar Kaugummi. Und wenn zu viel Kaugummi ist, da nehme ich das in Tiefkühltruhe auf ein paar Stunden und dann raus, da bricht das alles von alleine ab. Bald geht Frau Gimmel in Rente. Und dann wird ihr nicht nur der Medienrummel fehlen. Man lebt hier wie in der Familie. Alles so eng zusammen. Ist schön. Naja, einmal muss Ende sein. Ne? Ja, ja, so ist das. Dreiviertel vier. Einsingen für die Freitagsmotette. Anschließend fassen der Kieler Bluse. Die Knaben tragen sie bis zum Stimmbruch. Das maritime Stück wurde anlässlich eines Konzertes in Kiel geschneidert. Es gefiel und ist seither Markenzeichen der Thomaner. Für die Ordnung im Hause ist der Domesticus, ein Großer aus der 12. verantwortlich. Er prüft vor der Motette, ob die 9- bis 13-Jährigen korrekt gekleidet sind. Ob sie mit dunklen Socken, Kamm, Taschentuch, fusselfrei und fleckenlos zur Motette erscheinen. Zu diesem Zwecke gibt es die sogenannte Vorstellung beim Domesticus, zu der Peter nun eilt. Dieses bedeutende Amt hält Philipp inne. Peter führt ihm stolz seine neue Hose vor. Aus der alten war er rausgewachsen. Sieht richtig gut aus, Hände. Philipp ist nett, aber streng. Die Älteren dürfen Strafen verhängen, wenn die Kleinen frech sind. Man erzählt sich gern, dass einer mal die Steine des Völkerschlachtdenkmals zählen musste.
Der Anzug wird immer auf ähnliche Weise eingesaugt. Ja, das ist halt so, wie das eben bei 4-9- bis 13-Jährigen ist, dass natürlich nie alles perfekt ist, aber ich meine, dass es halt auch immer welche gibt, die ganz besonders unordentlich sind und mit dem Rucksack ab. Aber dazu bin ich ja halt da, dass ich das dann kontrolliere. Beliebt sind weiße Wände in den Kirchen, wo man sich dran lehnen kann. Es gibt so hier schöne Abdrücke. Oder wenn Matschwetter ist, dann sehen die Schuhe dann hinterher natürlich dementsprechend aus. Ab. Hände. Strümpfe. Und schwierig ist es auch immer, wenn wir gerade auf Konzertreisen irgendwo im Konzertanzug essen. Obwohl das natürlich auch mal passiert, dass da irgendwie was daneben geht. Ab. 18 Uhr, Freitagsmotette in der Thomaskirche. Leute, unterstützt den Präfekten nach Tat und seid nicht so träge. Kantor Biller sang einst selbst im Chor und erinnert sich an ein beliebtes Ritual. Ich musste zum Beispiel als jüngster Thomaner damals 1965 zu einer Generalprobe den Bassschlüssel tragen. Das wurde mir ganz wichtig vorher in Gesprächen nahegebracht, dass davon das alles abhängig ist. Und dann trug ich auch einen schweren Gegenstand mit Klopapier umwickelt, was mir schon verdächtig vorkam, aber dachte, hier ist manches anders. Den trug ich dann mit hochgerecktem Arm in die Thomaskirche. Peter schleppte den vermeintlichen Schlüssel nicht mehr ins Gotteshaus. Irgendwann fanden aufgeregte Eltern das nette Traditionchen übertrieben. Schade. Vielleicht würde sich Peter als großer Mann gerne daran erinnern. Über seine Zukunft hat er bereits ernsthaft nachgedacht. Und für einen 12-Jährigen klingt das Ergebnis erstaunlich nüchtern und pragmatisch. Vorgestellt habe ich mir eigentlich irgendwann mal, wenn ich eine gute Stimme habe, wenn ich Tenor oder Bass bin, in der Oper zu singen oder eben, wenn nicht, wie mein Vati, Ingenieur zu werden. Große Chorprobe in der Weihnachtszeit. Diesmal leitet sie Professor Biller selbst. Auch ihn bedachten die Jungs mit einem Spitznamen. Den verraten wir aber nicht. 140. Ihr seht, wir haben heute Fernsehen dabei. Verhaltet euch demgemäß. Gebt euch also nicht ganz natürlich, sondern ein bisschen besser. Seit dem Aufstehen sind 12 Stunden vergangen. Schule, Hausaufgaben, Stimmbildung, Stubendienste und Klavierstunden liegen hinter ihnen. Das kostet Kraft. Sie arbeiten wie Profis. Und so werden sie von Kritikern auch be- und manchmal verurteilt. Deshalb sei an dieser Stelle gesagt, die Jungs sind Kinder und dürfen auch manchmal schwach sein. Welcher Vokal muss da angesteuert werden? Ö, ja, das Ö. Das J, wer es zu hell macht, der fällt dann richtig raus. Fangen wir direkt mal an bei dem S. Und dann müsste weg dieser. Durch das J kommt das sehr leicht. Wenig muss man nehmen hier. Und? Ganz gut. Lange Proben finden die meisten Thomasse nicht so toll. Aber die Konzerte seien echt cool, erzählen uns Jungs aus der 6. Und deshalb betrachten sie den strengen Herrn Professor Biller äußerst nachsichtig. Begeistert schwimmen sie mit kindlichem Eifer durchs Bachsche Tönemeer. Doch den Chor plagen außer Geld auch Nachwuchssorgen. Bleibt die Frage, ob Leipzigs älteste Kulturinstitution die Spaßgesellschaft überleben wird. Das würde einhergehen mit dem Verfall von allem ringsrum, wenn es dem Chor wirklich an den Kragen gehen würde. Vielmehr hat der Chor eben die Aufgabe, seine Stimme, seine helle Stimme, noch viel stärker zu erheben, um diesem kulturellen Verfall entgegenzuwirken. Und das ist eine große Aufgabe.